Ein gutes und ein schlechtes Spiel gab es in der vergangenen Nacht. Die Vikings und die Packers zeigten ein gutes Spiel. Aaron Rodgers sorgte dafür, dass die Fans seines Teams seinen Vorgänger nicht allzu sehr vermissten. Zusätzlich zu einigen Favre-Magic-Spielzügen, die er sich abgeguckt hat, lief er auch für einige First Downs. Das ist etwas, das Brett Favre nur noch sehr selten machte. Nachdem die Vikings die erste Halbzeit verschlafen hatten, leisteten sie im zweiten Durchgang Gegenwehr und so kam es am Ende zu einem knappen, aber verdienten 24:19 Erfolg für Green Bay. Das zweite Spiel hätte gut sein können, wenn statt der Raiders irgendein anderes Team gegen die Broncos gespielt hätte. Die Raiders sind die Tussis der NFL. Sowas Grausames hat man lange nicht gesehen. Auf der anderen Seite beweist sich, dass ein gut auf sein Insulin eingestellter Jay Cutler zur Elite der NFL-Quarterbacks gehört. Mit Eddie Royal hat er einen Rookie als Wide Receiver, der nicht, aber auch gar nicht an einen Rookie erinnert. Royal spielte wie ein alter Veteran, so sicher, aber viel schneller. Wenn jetzt noch Brandon Marshall wiederkommt. Das Spiel endete 41:14 für Denver, womit Oakland noch sehr gut bedient war. Tom Bradys Knie muss operiert werden. Damit ist seine Einsatzfähigkeit frühestens zum Beginn des nächsten Trainingscamps wiederhergestellt. Chief Safety Bernard Pollard tut die Sache schrecklich leid. Die NFL aber hat ihm schon zugesichert, dass sein Angriff auf Brady völlig legal war und das Ganze nur ein schlimmer Unfall war. Aufatmen in Tennessee. 4 bis 6 Wochen werden die Fans der Titans Vince Young nicht ertragen müssen. Der Quarterback muss an einem gerissenen Band im Knie operiert werden. Am Montag musste eine angesetzte Untersuchung seines Knies erst abgesagt werden, weil er zu aufgebracht war über die Reaktionen der Fans gegen ihn. Schon während des Spiels, nachdem er einen Interception geworfen hatte und die Boos über ihn hereinbrachen, hatte er innerlich das Spiel beendet. Er setzte sich auf die Bank, zog seinen Helm aus und versteckte sich unter einem Handtuch. Als die Defense die Jaguars gestoppt hatte, war Kerry Collins kurz davor, für ihn auf das Feld zu gehen, denn Young war nicht bereit. Erst als Head Coach Fischer ihn über seinen Helmsender aufforderte, aufs Feld zu gehen, reagierte Young. 4 Spielzüge später passierte die Verletzung. Einen weiteren Ausfall gibt es bei den Seahawks. Das sowieso ausgedünnte Receiver-Corps muss nun auch noch den Ausfall von Nate Burleson verzeichnen. Seit 2005 hat er kein Spiel verpasst, jetzt beendete eine Knieverletzung seine Saison. Die Jets verpflichteten Kicker Jay Feedy für den verletzten Mike Nugent. Die Colts warten immer noch auf den Bericht darüber, wie schwer das Knie von Tight End Dallas Clark verletzt ist. 3 Fragezeichen stehen hinter Spielern der Buccaneers für die nächste Woche. Quarterback Jeff Garcia, Linebacker Derek Brooks und Wide Receiver Maurice Stowell sind leicht verletzt. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.